Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Ich zeige dir heute, wie du ein wunderschönes, einfaches Freundschaftsband knüpfen kannst. In meinem neuen Makramee-Buch Fashion Makramee findest du Kleidung und Accessoires. Und ein Accessoire, ein sehr kleines davon, möchte ich dir heute zeigen. Und zwar werden wir ein Freundschaftsband zusammenknüpfen. Falls du mein Buch noch nicht besitzt, freue ich mich natürlich sehr, wenn du das ändern möchtest. Ich verlinke es unten in der Infobox, sowie auch alle Materialien, die ich heute verwende. Und außerdem verlinke ich dir hier nochmal ein Video. Da zeige ich dir einen ganz genauen Einblick in das Buch, damit du schon mal siehst, was dich erwartet. Wenn dir Makramee genauso viel Spaß macht wie mir, dann freue ich mich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Abonniere gerne meinen Kanal und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du benötigst ein Maßband, eine Schere, ein Feuerzeug, Perlen mit einer etwas größeren Öse und gewachsten Polyesterfaden in deiner Lieblingsfarbe. Kurz zur Info vorab, es gibt ganz verschiedene Polyesterfäden. Wichtig ist nur, dass diese gewachst sind, sonst können wir das nämlich später nicht abbrennen, die Enden. Und hier sehen wir jetzt mal den Vergleich. Also das ist ein etwas hochwertigerer, teurerer Polyesterfaden und das ist ein sehr günstiger. Es geht natürlich mit beiden, aber ich kann schon mal verraten, dass diese günstigen meist sehr stark gewachsen sind und dadurch auch sehr, sehr hart sind und das dann auch so ein bisschen reibt an der Haut. Also ich empfehle tatsächlich lieber so einen weichen, etwas teureren zu nehmen. Dann schneide ich mir jetzt erstmal meine Fäden zurecht. Diesen weißen hier werde ich für innen nehmen. Also man kann zwei Farben verwenden oder natürlich auch wie hier einfarbig. Und das Innere mache ich weiß und den schneide ich bei 75 cm ab. Und mit dem ich gleich knüpfen werde, den schneide ich mir bei 130 cm ab. Das ist dann der, der hier oben sichtbar ist. Ich habe mir jetzt zur Hilfe noch ein Klemmbrett geholt. Das musst du aber nicht haben. Du kannst das auch einfach dann an deiner Arbeitsfläche festkleben. Dann nehme ich mir jetzt hier den 75 cm langen Strang und lege mir den in der Mitte zusammen und klemme mir den hier einmal oben fest. Und ungefähr nach 8 cm, also von hier oben bei der Schlaufe aus gemessen, also hier fange ich dann jetzt an zu knüpfen. Dafür nehme ich mir meinen 130 cm langen Faden, habe den ebenfalls in der Mitte einmal zusammengelegt und dann komme ich hier mit der Mitte unten durch und jetzt knüpfen wir Kreuzknoten. Und ich glaube, ich zoome jetzt mal noch ein bisschen ran, damit ihr das besser erkennen könnt. Also ich habe mir jetzt, wie gesagt, die Mitte des zweiten Fadens hier drunter gelegt. Und am Anfang ist das noch ein bisschen fuzelig, weil die natürlich sehr dünn sind, diese Fäden. Und ein Kreuzknoten funktioniert folgendermaßen. Also ich lege mir jetzt den linken Teil hier über meine beiden mittleren drüber. Und dann komme ich jetzt hier mit dem rechten über den hier drüber. Und dann haben wir hier noch so eine Lücke auf der linken Seite. Und dann komme ich hier hinten durch und bei dieser Lücke wieder raus. Also im Prinzip macht ihr jetzt einfach einen ganz normalen Knoten erstmal, der hier dann aber auf der rechten Seite so eine Schlaufe hat. So sieht das aus. Und das ziehe ich mir dann hier an die gewünschte Stelle und ziehe mir das fest. Und um den Kreuzknoten zu vervollständigen, müssen wir den jetzt nochmal spiegelverkehrt machen. Ich zeige es aber gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, weil das beim Anfang immer ein bisschen schwierig zu sehen ist. Also jetzt nehme ich mir den rechten, lege den über meine beiden mittleren hier drüber. Dann nehme ich den linken, komme über den, den ich gerade drüber gelegt habe, drüber. Und dann komme ich hier nach hinten durch und hier bei der rechten Lücke wieder raus. Und das ist jetzt mein allererster Kreuzknoten. Den kann ich mir dann schön festziehen. Und das wiederholen wir jetzt. Also ich zeige es jetzt nochmal ganz genau. Also die mittleren beiden, die bleiben immer einfach nur liegen. Um die wird nur herumgeknüpft. Dann nehme ich mir jetzt meinen linken Faden, mache so eine Art L hier über meine beiden mittleren. Und dann nehme ich den rechten Faden, komme über das L hier drüber und schiebe den dann hier nach hinten, also heißt, ich komme hier erst drüber und schiebe ihn dann nach hinten und komme hier bei dieser Lücke wieder raus. Und das war jetzt der erste Teil vom Kreuzknoten und um den zu vervollständigen, müssen wir den immer nochmal spiegelverkehrt machen. Heißt, jetzt nehme ich erst die rechte Seite und lege mir ein spiegelverkehrtes L über diese beiden mittleren. Dann komme ich mit dem rechten über das L hier
drüber. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen fusselig am Anfang noch. Und dann komme ich hier nach hinten mit diesem Faden und hier bei dieser Lücke wieder raus. Das ist jetzt hier unser zweiter Kreuzknoten und ich zoome jetzt noch mal ein bisschen mehr ran, damit ihr das auch wirklich erkennen könnt. So, wir machen den nächsten Kreuzknoten, heißt die beiden mittleren bleiben wieder einfach liegen. Dann nehme ich mir jetzt hier den linken zur Hand, lege mir eine Art L über diese beiden mittleren drüber. Dann komme ich mit meinem rechten hier über das L und dann schiebe ich mir den nach hinten, also komme einmal so um das L herum und hier bei dieser Lücke komme ich wieder raus und das ziehe ich mir fest. Das ist der erste Teil von meinem Kreuzknoten und um den zu vervollständigen, muss ich dasselbe nochmal spiegelverkehrt machen. Heißt, ich komme jetzt erst mit dem rechten hier über die beiden mittleren drüber und dann komme ich mit meinem linken über den und schiebe ihn mir nach hinten und komme hier bei dieser Lücke wieder raus. So sieht das aus. Dann habe ich jetzt insgesamt drei Kreuzknoten gemacht. Das kann man immer ganz gut hier an den Seiten sehen. Hier sind nämlich drei solche Schlaufen. Eins, zwei, drei. Drei Kreuzknoten. Und dann können wir jetzt mit den Perlen starten. Und da nehme ich mir jetzt einfach eine zur Hand. Und damit ich die gleich besser durchfädeln kann, kann ich mir hier den Anfang des linken Fadens, den nehme ich gerade, also den rosanen linken, ein bisschen anbrennen. Dann geht das hier nämlich gleich einfacher durch. Dann fädle ich hier diese Perle einfach auf und schiebe mir die hier hin. Und dann mache ich im Prinzip wieder dasselbe wie zuvor, nämlich ich mache wieder Kreuzknoten. Heißt, ich starte wieder mit der linken Seite, lege mir eine Art L über meine beiden mittleren, komme mit dem rechten über das L drüber und dann nach hinten durch und hier bei der linken Lücke komme ich wieder raus. Und hier müssen wir jetzt natürlich darauf achten, dass die Perle oben liegt. Heißt, ich schiebe mir die einfach jetzt hier so nach vorne und dann kann ich das Ganze nämlich festziehen und den Kreuzknoten vollenden, wie ich es gewohnt bin. Heißt, ich mache wieder ein spiegelverkehrtes L, komme über das L hier drüber und dann hier bei dieser Lücke wieder raus. Also heißt, wir haben jetzt einen Kreuzknoten gemacht, der aber jetzt eine Perle eingefasst hat. Anschließend mache ich dann wieder einen ganz normalen Kreuzknoten. Und hier könnt ihr dann eigentlich auch entscheiden, wie groß ihr die Abstände haben möchtet. Also wenn ihr möchtet, dass die Perlen sehr nah beieinander sind, dann könnt ihr jetzt wieder die nächste Perle auffädeln, so wie ich das jetzt auch mache. Wenn ihr aber größere Abstände haben wollt, also so habe ich es zum Beispiel hier bei den Muscheln gemacht, da habe ich dann einfach ein paar Kreuzknoten mehr zwischen rein ohne Perlen gemacht. Hier möchte ich jetzt aber engere Abstände, heißt, ich fädle die nächste Perle auf und dann mache ich wieder ganz normal meinen Kreuzknoten, also das ist der erste Part. Dann schiebe ich mir hier, bevor ich es festziehe, die Perle nach vorne und dann kann ich es festziehen. Und da kann man natürlich die Perle dann auch noch schön in die Mitte justieren. Und um ihn zu vervollständigen, nicht vergessen, immer nochmal spiegelverkehrt. Wenn man das nicht nochmal spiegelverkehrt macht, dann erhält man einen Wellenknoten und der Wellenknoten dreht sich. Also das sieht dann etwas anders aus. So, jetzt haben wir die zweite Perle eingefasst und dann mache ich wieder einen ganz normalen Kreuzknoten. Also wie wir das ja jetzt auch schon kennen. Ich glaube, den muss ich jetzt nicht nochmal extra zeigen. Und je nachdem, wie ihr es davor gemacht habt, so macht ihr jetzt weiter. Heißt, ich mache mal einen normalen Kreuzknoten dazwischen und den nächsten mache ich dann mit einer Perle aufgefädelt. In diesem Schema geht es jetzt einfach weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Da zeige ich euch dann auch, wie lange ihr das knüpfen solltet. In der Zwischenzeit möchte ich dir einmal noch ganz kurz zeigen, wie genau das im Buch alles
beschrieben ist, dass du so ein bisschen einen besseren Einblick noch von meinem Buch bekommst. Also hier steht alles, was man braucht, und dann wird wirklich alles ganz, ganz genau immer erklärt und ist dann wirklich auch ganz genau bebildert. Also da kann im Prinzip wirklich nichts schief gehen, und so ist das natürlich dann auch mit allen anderen Anleitungen. Also schau da auch gerne nochmal mein anderes Video an, wo ich das Buch ein bisschen genauer vorstelle. So, und ich habe jetzt hier ungefähr 9 cm nach dem Schema, wie ich es euch gerade erklärt habe, mit den Perlen eingearbeitet, geknüpft. Und zu guter Letzt mache ich jetzt noch 3 einzelne Kreuzknoten. Einen habe ich hier schon gemacht. Und dann kommen jetzt noch 2, einfach damit es hier genauso ist wie am Anfang. Ihr könnt natürlich aber auch das länger oder kürzer machen. Das kommt so ein bisschen drauf an, für was für ein Handgelenk ihr das macht. Also ich habe ein sehr schmales Handgelenk. Deswegen darf es natürlich nicht zu lange sein, weil sonst kann man es hier nicht mehr zuziehen, wenn man das zu weit reinknüpft. Also es sollte schon immer eher so hier auf dem oberen Teil aufliegen. Wie gesagt, wenn ihr das für ein bisschen ein festeres Handgelenk machen möchtet, dann könnt ihr da aber natürlich auch noch ein paar Zentimeter weiter knüpfen. Ich bin jetzt fertig mit dem Knüpfen und ich würde sagen, ich zoome jetzt noch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das erkennt. Ich hoffe, es bleibt weiterhin scharf. Dann nehmt ihr euch nämlich eure Schere zur Hand. Und dann schneidet ihr die Enden, also erst schön festziehen, und dann schneidet ihr die ungefähr so 0,2 mm nach dem Ende ab. Also das darf relativ kurz sein, aber ein bisschen was sollte noch übrig sein. Das werden wir jetzt nämlich gleich verkleben, und zwar dadurch, dass das ja ein gewachster Faden ist, können wir das einfach hier so anbrennen. Und dann, man erkennt schon sehr gut, schmilzt das hier nämlich zusammen. Ich mache es nochmal hier auf der anderen Seite. Und das Schöne ist, es ist wirklich eigentlich so gut wie unsichtbar, also es fällt überhaupt nicht auf, aber eure Knoten sind damit dann perfekt gesichert, und deswegen empfehle ich auch unbedingt, mit einem gewachsten Faden zu arbeiten. So, dann können wir uns das hier rausmachen. Und dann können wir uns jetzt nämlich hier das offene Ende, also ihr seht schon, ihr könntet da natürlich noch ein bisschen weitermachen, wir haben da noch ein bisschen Platz, können wir uns das offene Ende hier aufschneiden. Ich meine natürlich das zune Ende, also da, wo die Öse gerade war, das schneiden wir uns auf. Und dann schneide ich mir die hier schon mal gleich lang ab, also heißt, ich lege mir hier die beiden Enden aufeinander. Und dann kann ich mir den Rest hier abschneiden. Und dann nehme ich hier jetzt einfach ein Restgarn, das ich jetzt gerade ja noch übrig hatte, also was ich abgeschnitten habe. Wenn ihr keins habt, dann könnt ihr natürlich nochmal einen neuen Faden abschneiden. Der sollte ungefähr 20 bis 30, also sagen wir mal eher 30 cm lang sein, damit es dann nicht zu kompliziert zum Knüpfen wird. Jetzt machen wir nämlich noch diesen Schiebeverschluss. Der ist wirklich sehr, 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 sehr praktisch. Also heißt, man kann sich das hier einfach aufschieben. Dann kommt man hier nämlich dann easy raus und kann sich das hier aber auch einfach wieder festziehen. Und das hält dann auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde, das ist der beste Verschluss für Armbänder, den es gibt. Genau, deswegen zeige ich euch jetzt, wie der funktioniert. Dafür nehmen wir uns jetzt diese beiden offenen Stränge. Ich habe die jetzt hier in weiß, damit ihr dann auch gut einen kleinen Unterschied erkennt der Farben. Und dann lege ich mir die einfach nebeneinander. Also heißt, ich lege mir das schon so hin, wie als wenn es ein Armband ist, und lege mir die so nebeneinander. Also heißt, wir haben jetzt hier 4 Stränge nebeneinander liegen. Und dann nehme ich hier diesen Restfaden bzw. den neuen Faden, den ihr jetzt abgeschnitten habt. Kommt natürlich ganz drauf an. Und den lege ich mir auch wieder hier in der Mitte zusammen. Und dann mache ich jetzt hier um diese 4 mittleren Fäden einen Kreuzknoten. Also genauso, wie wir es jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Wie der funktioniert, wisst ihr jetzt schon. Das ist Schritt 1. Und dann machen wir hier noch den zweiten Schritt. Und somit haben wir die jetzt schon mal verbunden. Das wieder schön festziehen. Und dann mache ich, damit das erstens ein bisschen hübscher aussieht und zweitens auch besser hält, noch einen zweiten Kreuzknoten. Und je nachdem, wie ihr wollt, könnt ihr die 2 lassen oder ihr macht so wie ich. Ich mache mir immer 3. Ich finde, das sieht noch ein bisschen hübscher aus. Also machen wir noch einen dritten Kreuzknoten wieder um diese 4
offenen Stränge. Und dann kann ich mir jetzt hier diese Reste wieder abschneiden und das wieder verschweißen sozusagen. Das Wichtige hierbei ist jetzt nur, dass ihr da wirklich aufpasst, dass ihr eben nur den rosa Faden oder welche Farbe ihr eben gewählt habt, anbrennt. Also es darf auf keinen Fall hier auf das weiße mittlere Garn kommen, weil sonst lässt sich das Ganze nicht mehr verschieben. Und es ist ja wichtig, dass ihr das eben verschieben könnt, damit es auf und zu geht. Also, bedeutet, ich halte mir das jetzt mal so fest und achte dann darauf, dass ich wirklich nur diesen rosanen hier treffe. Und dasselbe mache ich natürlich auch wieder auf der anderen Seite. So, und dann können wir schon testen. Ja, lässt sich alles noch gut verschieben. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Wir verschönern jetzt eigentlich nur noch hier diese Kanten. Und vor allem ist es ja auch wichtig, weil wenn wir jetzt zu weit ziehen, würden die ja einfach rausgehen. Und aus diesem Grund mache ich das folgendermaßen. Ich ziehe mir das erstmal ein bisschen zusammen, damit es einfacher ist, damit ich mehr Platz habe. Und dann mache ich mir hier einfach so einen ganz normalen Knoten mit diesen beiden Enden. Schiebe das so weit wie möglich nach hinten. Also hier wirklich so ein ganz normaler Knoten ist das. Und damit der sich nicht lösen kann, brenne ich auch hier wieder die Enden ab. Und somit ist das jetzt bombenfest. Und dasselbe mache ich dann nochmal auf der anderen Seite. Und auch das kann ich mir dann hier wieder abbrennen und zusammenschweißen. Oder schmoren oder wie man es auch nennen mag. So, und das war's jetzt auch schon. Also wir können uns das jetzt hier mit diesem Verschluss wunderbar aufziehen, können dann hier in unser Armband reinschlüpfen und das dann hier zuziehen. Und so sieht das jetzt aus. Also ich finde, das ist sehr, sehr süß und ihr seht, man kann da wirklich ganz viele unterschiedliche Designs machen. Also hier mit Perlen, hier ohne Perlen, ist vielleicht für Männer ganz schön. Oder hier dann die sommerliche Variante mit Muscheln. Über so ein schnell gemachtes, aber auch sehr hübsches Makramee-Armband freut sich bestimmt jede deiner Freundinnen. Aber du kannst es natürlich auch einfach selbst behalten. Wenn dir Makramee genauso viel Spaß macht wie mir, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin!